Data Center Diaries, der Podcast von Data Center Insider. Willkommen bei Data Center Diaries. Ich habe mir heute auch einen besonderen Gast eingeladen. Es ist André Lugo von der BMW. Und bei uns ist es üblich, dass sich die Gäste selber vorstellen. Deswegen würde ich auch Herrn Lugo bitten, zu sagen, was er bei BMW macht. Ja, mein Name ist André Lugo. Ich verantworte bei BMW die Innovation und neue Technologien in der BMW Group IT. Das heißt, ich habe die Ehre, mich mit neuen Technologien zu befassen und zu untersuchen, wie diese Technologien zu BMW passen und unsere Produkte und Prozesse zukünftig verbessern können. Vielleicht etwas zu meinem Hintergrund. Ich bin seit 1999 bei BMW, habe im Nachwuchsförderungsprogramm angefangen, als eine Berufsausbildung und Informatikstudium und habe in der BMW Group IT verschiedenste Stationen durchlaufen, ja, von SAP-Projekten bis hin zum Connected Vehicle Backend einiges gesehen und machen dürfen. Ich war auch 5 Jahre für BMW in den USA. Ja, wir haben dort ein Tech Office oder auch IT Research Center neben unserem Werk in South Carolina und habe mich da überwiegend halt mit Themen rund um Daten, KI, Cloud befasst. Seit 2018 bin ich wieder hier in München, ja, und befasse mich jetzt, wie gesagt, mit dem Innovation- und neue Technologien-Thema. Dazu zählen halt auch jetzt unsere IT-Tech-Offices in den USA, Singapur und in China, die wir als Scouting-Einheiten haben, damit wir sicherstellen, dass uns kein Trend verloren geht. Wir haben uns ja getroffen auf dem BMW IT Innovation Summit im Frühjahr dieses Jahres. Und als erstes war ich mal erstaunt, wie viele Leute eigentlich für diese Future IT Sache, sage ich jetzt mal, bei BMW arbeiten. Das sind insgesamt wie viel? Also in München und weltweit? Genau, also es macht wahrscheinlich einen größeren Eindruck gemacht, als es am Ende des Tages ist. Es sind ein paar, vielleicht sagen wir so 20 bis 30 Leute über den Daumen geschätzt. Aber da diese neuen Technologien und Innovationsthemen sich sehr gut eignen, halt auch mit Studenten und Masterarbeiten und Forschungsarbeiten zu arbeiten, haben wir ja sehr, sehr viele Doktoranden, Studenten, die wir betreuen, die diese Themen sehr inhaltlich mit sehr viel Tiefgang vorantreiben können. Des Weiteren ist es uns natürlich sehr wichtig, halt das auch ins Unternehmen zu bringen und hier zu vernetzen. Das heißt, wir laden da natürlich auch zu solchen Events aktiv unsere Businesspartner sowohl in der IT als auch in den anderen Fachstellen ein, damit sie halt diese Innovation erleben können und darüber nachdenken können. Was bedeutet das für mich? Wie kann ich sowas bei mir einsetzen? Weil am Ende des Tages werden wir danach gemessen, wie wir von diesen Themen bei uns im Business ankommen und einen Mehrwert schaffen. Das heißt, es war wirklich ein Community-Event, ja, wo wir halt im Prinzip die Innovations-Community, Innovationsfachstellen alle versucht haben, zusammenzubringen. Ja. Das Innovationsteam selbst ist klein, aber fein und schlagkräftig. Ja. Wie viele Leute arbeiten da auf dem Digitalcampus in München und weltweit? Genau, also der Digital Campus in München hat aktuell 4.500 Mitarbeiter. Das sind sowohl IT-Fachstellen als auch natürlich unsere Businesspartner. Das war ja das Konzept des Digital Campus. Früher war hier im Prinzip nur die IT. Wir haben das jetzt zum Anlass genommen, die IT und unsere Fachstellen zusammenzubringen. Heutzutage im Prinzip nahezu keine neue Business-Prozess oder Funktion im Fahrzeug eigentlich mehr ohne digitale Technologien ankommt. Das heißt, die ist ja unheimlich wichtig, kurze Wege zu schaffen. Und das ist im Prinzip das, wofür der Digital Campus Munich, das DCM, steht. Genau. Ja. Also ich selbst war überrascht, dass es auch Leute aus China gab, die da waren und referiert haben. Mhm. Also vielleicht noch mal ein paar Worte, wie das weltweit so aufgestellt ist. Genau. Also weltweit, die IT, wir sind natürlich in allen wichtigen Märkten vertreten. Ja, das heißt, wir haben natürlich in China eine Tech-Office-Präsenz. Wir haben natürlich auch in China eine relativ große IT-Präsenz. Ja, wir haben ein sehr großes Werkeverbund in Shenyang in China. Wir haben die National Sales Company, die in Beijing ist, und wir haben den
China IT Hub. Das ist unsere Software Development Unit, die in Nanjing in China ist. Und Teil von den China IT Hub ist zum Beispiel auch eine Innovationsfunktion. Das TechOS China ist auch in Nanjing. Genau, so, ja. Jetzt habe ich so mitgenommen, dass sich weltweit nicht jeder mit allem beschäftigt. Ich würde jetzt gerne auf das IT-Tech-Radar umschwenken. Das letzte oder überhaupt das erste wurde 2022 gegen Ende des Jahres veröffentlicht. Was ist das und was steht da drin? Genau, also uns ist natürlich wichtig, ne, die Tech-Offices und die verschiedenen Innovationsfunktionen möglichst überlappungsfrei zu gestalten. Ja. Und das Tech-Radar ist im Prinzip unser Instrument, um Technologieimpulse aus dem Innovationsökosystem einzusammeln und zu kanalisieren und daraus ein relativ schlagkräftiges Innovationsportfolio zu schnüren. Das heißt, was geht da am Ende des Tages rein? Ja, wir reden regelmäßig mit Leuten aus der Forschung, die im Umfeld KI, Quantum Computing unterwegs sind. Wir reden natürlich mit Startup, Venture Capitalist, um halt zu sehen, no, woran arbeiten die Leute gerade und was sind halt wichtige Trends, die wir als BMW Group aufgreifen müssen und damit experimentieren müssen und Erfahrungen sammeln müssen, wie wir das in unserem Business einsammeln können. Und der Tech-Radar ist im Prinzip unser zentrales Instrument, dieses Signal zu kanalisieren. Wir clustern diese Trends in drei verschiedene Phasen. Die erste Phase ist im Prinzip die Watch-Phase. Ja, sage ich mal, das ist überwiegend in dieser frühen Innovationstrigger-Phase. Irgendwas Neues taucht auf. Es ist jetzt noch nicht ganz Mainstream, ja, aber die Experten in der Community fangen halt an, darüber zu sprechen. Ja, zum Beispiel das Thema generative KI haben wir ja schon einige Jahre jetzt auf unserem Tech-Radar, bevor sie jetzt, sage ich mal, Ende November mit ChatGPT so richtig abgehoben haben. Ja, haben wir jetzt natürlich schon getrackt und damit auch erste Erfahrungen gesammelt, bevor es jetzt, sage ich mal, so am Peak des Hype-Cycles ist. Genau, das ist, ja. Genau. Wie aktuell ist das denn immer? Sie haben ChatGPT schon erwähnt, also gibt es schon einen höheren Ausschlag bei der generativen KI? Natürlich gibt es einen höheren Aufschlag beim Thema generative KI. Ja. Also aktuell ist so, den Tech-Radar, den internen Tech-Radar, und da gibt es auch mehrere, den aktualisieren wir mehrfach im Jahr. Und da gibt es den allgemeinen BMW-Group-übergreifenden Tech-Radar, der natürlich viel breiter aufgestellt, sich auch mit Materialien und Circular Economy und anderen Themen befasst. Es gibt den IT-Tech-Radar, wir haben einen Tech-Radar, der sich nur auf das ganze Thema Produktion und Supply Chain fokussiert. Das heißt, es sind mehrere Tech-Radars, wo wir im Prinzip wichtige Themen clustern. Und natürlich, das ist eine schnelllebige Zeit. Ja, sagen wir gerade digitale Innovationen sind ja jetzt nicht die langsamsten. Das heißt, wir aktualisieren das natürlich kontinuierlich, ja, und nutzen das am Ende des Tages, um unsere Innovationsprojekte, das Tech-Office-Portfolio zu gestalten. Ja, und da ist uns dann halt im Prinzip auch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Longshots, ja, langfristige Investitionen wie Quantum Computing wichtig und natürlich auch, sage ich mal, auch Innovationen, die halt vielleicht schon in 1 bis 2 Jahren direkt Mehrwert halt für das Unternehmen bringen und am Ende des Tages die Mischung macht. Ja. Bevor ich jetzt auf die einzelnen Themen noch weiter eingehe, möchte ich darauf aufmerksam machen, dass der Tech-Radar öffentlich ist, dass jeder ihn sehen kann und dass wir den Link natürlich in die Shownotes packen und auch in einen Artikel. Dann würde ich sagen, wir picken uns einfach was raus. Ich habe jetzt mal genommen Quantencomputing, Nachhaltigkeit, das Metaverse bzw. Industrial Metaverse. Ich würde sagen, mit dem fangen wir an. Industrial Metaverse. Anna, eins noch ganz wichtig. Was hat das alles mit dem Autobau zu tun? Ja, gut, ich meine, so ein Auto ist natürlich dieses Endprodukt, worauf wir super, super, super stolz sind. Und wie ich schon gesagt habe, sag ich mal, es gibt heute nahezu keine Innovation im Fahrzeug, die nicht ohne eine digitale Komponente
auskommt, ja, sei es das Steuergerät im Fahrzeug oder sei es gar eine digitale Funktion im Backend, die das am Ende des Tages ergänzt. Wir als Group IT sind natürlich schwerpunktmäßig für diese Prozesse zuständig, die ein Autobauer am Ende des Tages ermöglichen. Ja, das heißt, angefangen von, das Auto muss entwickelt werden, dafür viele digitale virtuelle Simulationen durch, ja, egal ob es jetzt das Thema Crash oder Aerodynamik ist. Das Auto muss gebaut werden, dafür muss eine Supply Chain, die eine der komplexesten Supply Chains, die überhaupt ein Produkt auf dieser Welt haben kann, ist, gemanagt werden. Ja, und das sind alles Datenflüsse, wo jede Effizienz, jede Innovation am Ende des Tages eine IT-Innovation ist. Das Auto muss verkauft werden. Wir bieten um das Fahrzeug herum Financial Services, Dienstleistungen an und die benötigen alle am Ende des Tages IT. Und naturgemäß haben sag ich mal, digitale Innovationen wie im Bereich KI, wie Quantum Computing natürlich langfristig hier die Möglichkeit, uns halt neue Arten von Nutzererlebnissen zu schaffen, sprich bessere Produkte, bessere Services zu bauen, aber natürlich auch als Unternehmen selbst effizienter und besser zu werden. Ich möchte doch oder ich muss natürlich das ansprechen. Also kritisiert werden die deutschen Autobauer unter anderem dafür, dass sie relativ lange Entwicklungszyklen haben für ihre Autos. Also wenn man das sieht in China, da geht es also wirklich wesentlich schneller. Also im Vergleich Monate zu Jahren. Und es ist so, dass insbesondere zwar die Premium-Marken bisher auch in China noch ganz vorne sind, aber die Elektroautos werden, da verlieren die deutschen Autobauer ganz einfach. Das heißt, alles das, was Sie jetzt demnächst erzählen über Quantencomputing, Nachhaltigkeit und Metaverse, dient das dazu, tatsächlich im Weltmarkt auch mithalten zu können? Ja, absolut. Absolut alles, was wir machen, muss eine Wirksamkeit im Produkt und in unseren Prozessen halt darstellen. Und klar haben wir immer Raum nach oben, besser und schneller zu werden. Und sind wir auch schon geworden. Und ich denke, sag ich mal, dass wir natürlich ganz klar jetzt schon die Möglichkeit haben, in die Zukunft zu schauen und frühzeitig halt die Weichen zu stellen. Na, am Ende des Tages, eine Technologie ist erstmal nur eine Technologie. Um sie wirksam ins Unternehmen zu bringen, müssen wir halt wirklich unsere Businessprozesse kontinuierlich verbessern, unsere Entwicklungszyklen nach unten schrauben. Und das sage ich mal, das passiert nicht von heute auf morgen. Ja, aber wir sind natürlich dran, da immer besser zu werden. Und das Schöne ist ja, die digitalen Technologien ermöglichen uns halt, uns in vielen, vielen Gebieten da deutlich besser und schneller in Zukunft zu werden. Das ist eine Sache. Und die andere Sache ist die, das hört man doch auch immer wieder, da ist mir so eine Zahl im Gedächtnis geblieben, dass der reine Fahrzeugbau nur 7% des Gesamtumsatzes im Fahrzeugwesen, wenn ich das mal so vergleichen will mit Versicherungswesen, ausmachen soll. Der Rest ist Services. Was sind das für Services und haben Sie damit auch zu tun? Also zu der Zahl kann ich erstmal nichts sagen und auch nicht bestätigen. Aber klar, ja, um das Fahrzeug drumherum werden ein Großteil von digitalen Diensten angeboten. Ja. Angefangen natürlich von unserer Companion-App, der MyBMW-App, ja, wo der Kunde im Prinzip sein Fahrzeug entsperren kann, sich spezielle Features damit halt kaufen kann. Und das wird natürlich wachsen. Ne? Auch, sage ich mal, Themen, Sie hat es gerade angesprochen, das Thema Financial Services, Leasing von Fahrzeugen ist jetzt ja auch kein super neues Geschäftsmodell. Ja, auch da sind wir, sage ich mal, schon einige Jahrzehnte in dem Bereich unterwegs. Ne? Und sicherlich werden halt solche Produkte zukünftig halt auch durch die Digitalisierung besser und schneller. Ja. Naja, ich stelle mir immer vor, wenn ich dann mal also tatsächlich nicht mehr Auto fahren darf, weil ich zu alt dafür bin, dass ich dann von zu Hause abgeholt werde von einem selbstfahrenden Auto, das mich dann pünktlich zu meinem Arzttermin fährt, dass ich nebenbei einkaufen kann und unter Umständen, wenn ich möchte, das Fahrzeug auch teile wie ein Bus mit anderen Fahrgästen. Also sind das so die Zukunftsservices? Das ist natürlich schon sehr, sehr weit in die Zukunft geschaut. Ne? Also in dem Bereich sind wir jetzt nicht bei mir halt hier unterwegs und deswegen kann ich dazu nichts direkt sagen. Aber natürlich ganz klar, ne? Also so eine Vision für Mobilität muss es halt am Ende des Tages sicherlich geben. Ne? Und,
Also, jetzt kommen wir zu etwas, wo Sie sich wahrscheinlich wohler fühlen, also Metaverse bzw. Industrial Metaverse. Was ist das und was machen Sie da? Genau, das ist natürlich ein sehr schöner Bereich. Also der Bereich Industrial Metaverse befasst sich halt mit allem, was im Prinzip die Unterstützung durch Metaverse-Technologien in unseren Entwicklungs- und Produktionsprozessen betrifft. Das heißt, da geht es darum halt über VR und AR zum Beispiel das Produkt schon frühzeitig in unserem Entwicklungsprozess erlebbar zu machen und da Entscheidungen früher zu treffen, besser zu treffen auf Basis von im Prinzip digitalen Simulationen und digitalen Daten. Ja. Das Gleiche, also früher hat man ja mit Simulationen überwiegend den ganzen Entwicklungsbereich assoziiert, ja, sag mal, das Thema Crash-Simulation und Aerodynamik-Simulation hatte ich schon erwähnt. Das waren die ersten Bereiche, wo BMW High-Performance-Computing eingesetzt hat. Heutzutage setzen wir aber auch für unsere Produktionsverfahren digitale Simulationen ein. Ja. Wir hatten jetzt zum Beispiel gerade im März ein relativ großes Announcement zusammen mit der Firma Nvidia auf der GTC-Konferenz, wo wir zum Beispiel unsere digitale Fabrik aufgemacht haben in Ungarn, ja, wo wir halt aktuell gerade ein neues Werk bauen. Und das Schöne ist, ne, dass wir halt in solchen Simulationsumgebungen unsere Planungsprozesse halt heute schon optimieren können. Ja, also so ein Werk zu planen ist ja, sag ich mal, sehr, sehr komplex. Da müssen auch die verschiedensten Fachstellen zusammenkommen, ja, vom Real Estate Management bis dann halt zur Robotik, bis zur Linie etc. Und die können jetzt zum Beispiel in so einer Metaverse-digitalen 3D-Umgebung schon frühzeitig kollaborieren, das Werk planen, die Arbeitsabläufe testen, bevor man überhaupt die Werkhalle physisch gebaut hat und vollgeräumt hat. Und das sind natürlich fantastische Möglichkeiten. Die Vision da ist am Ende des Tages, dass wir eigentlich eine digitale Fabrik haben, die ein Abbild der Realität ist. Das heißt, wir zum Beispiel regelmäßig unseren digitalen Zwilling aktualisieren und er genau weiß, wir scannen das Werk einmal pro Tag ab und wissen dann genau, wo welche Box stand und können das im Prinzip, sag ich mal, in dem digitalen Zwilling optimal berücksichtigen und im Prinzip kontinuierliche Verbesserungsprozesse da durchführen. Also Sie haben eine Box erwähnt, was sind das für Boxen? Achso, das war jetzt nur ein Beispiel. Ne? Wir haben natürlich, sag mal, zum Beispiel unseren Legern, also kleine Boxen, ja, die dann zum Beispiel benutzt werden, um kleinere Teile für das Fahrzeug zu kommissionieren. Und wie man sich ja vorstellen kann, also ein Fahrzeug wird also aus mehreren tausend, wenn nicht gar 10.000 Teilen zusammengebaut. Das heißt, die Komplexität des Herstellungsprozesses ist natürlich unheimlich komplex und da ist natürlich die Ambition, jedes Teil möglichst genau und feingranular zu verfolgen, wo es gerade im Werk ist, um am Ende des Tages den Prozess Ende zu Ende optimieren zu können. Ja, aber es ist ja noch was anderes als nur das Abbild, oder? Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist ja praktisch die digitale Fabrik oder das ist ja eigentlich das Vorbild. Also ich habe gelesen, oder das haben wir auch veröffentlicht, dass dieses 2 Jahre schon bestand, bevor der Bau der Fabrik in Ungarn begonnen hat. Also wie muss ich mir das vorstellen? Also das ist ja nicht einfach nur, sind ja nicht einfach nur Grafiken, wo ich dann irgendwelche, ja, übertragen gesehen, irgendwelche fixen Boxen oder Autos durch die Gegend schiebe, sondern die sind ja interaktiv, oder? Genau. Ja, wie funktioniert das? Also wie ist die Verbindung zur Wirklichkeit? Genau, also das ist ja im Prinzip gerade das Faszinierende ist, ne, dass verschiedene Gruppen, verschiedene Elemente, die in so einem Werk sind, ne, angenommen Roboter, die Linie, das Fahrzeug selbst, im Prinzip in diese digitale Umgebung einbringen können. Ja, und da wird im Prinzip ein Standard-Datenformat, die Unified Scene Description, USD, verwendet, ja, wo dann im Prinzip sagen kann, okay, das ist das Fahrzeug, wie es gebaut werden soll, das ist der Roboter. Und das Schöne daran ist, ne, das ist halt wirklich sehr heterogene Datenlage und wir können im Prinzip diese verschiedenen digitalen Elemente in diese Fabrik reinbringen und dann halt auch miteinander agieren lassen.
Und genau, also ist auch eine Fabrik selbst ist ja, sag ich mal, ein äußerst dynamisches Konstrukt. Ne? Da ist ja immer irgendwas am Wanken oder irgendwas, Sachen geraten aus dem Gleichgewicht. Und sowas kann man natürlich perfekt in der digitalen Fabrik simulieren. Ne? Das geht halt sogar so weit, dass wir zum Beispiel sagen, ne, man sagt ja oft, ne, diese digitale Umgebung ist auch der Training Ground für unsere KI, ne, dass man zum Beispiel sagen kann, die Roboter, die da programmiert werden, können wir zum Beispiel bestimmte Ablaufprogramme da schon testen lassen. Wir nutzen die digitale Fabrik oder das digitale Abbild der Fabrik auch, um zum Beispiel synthetische Daten zu generieren, ja, mit der wir unsere KI, die wir dann trainieren, im Prinzip anreichen können. Das heißt, es hat vielfältigste Einsatzmöglichkeiten. Ne? Aber der Kern ist am Ende des Tages dieser digitale Twin, der da geschaffen und modelliert wird. Also wie kann man das Ganze überhaupt noch im Überblick behalten und berechnen? Also ich weiß nicht, wie viele Datenpunkte dann alleine so eine, was weiß ich, Gitterbox hat oder geschweige denn einen Roboter. Also wie lässt sich das noch rechnen? Genau, also für das Datenmanagement gibt es natürlich in dem Fall eine gewisse Infrastruktur. Ne? Also in dem Fall nutzen wir halt im Prinzip die Infrastruktur der Firma NVIDIA. Da gibt es ein Tool Omniverse, was im Prinzip, sag ich mal, jetzt dann im Prinzip für das Rendering dieser Komponenten zuständig ist. Dann gibt es verschiedene weitere Komponenten, die für das ganze Datenmanagement und die Integration der Daten aus den verschiedenen Systemen handhabbar ist. Und am Ende des Tages, ja, man benötigt dafür eine gewisse Computing Power, oder das ist sogar in der Regel der Bottleneck, was uns halt im Prinzip die Limitierung setzt, was aktuell möglich ist und was halt aktuell noch nicht möglich ist. Und da ist natürlich Accelerated Computing, das heißt noch Server, die halt auch entsprechende Grafikkarten und GPUs haben, essentiell, sowohl was das Rendering der Fabrik betrifft, aber natürlich auch für die ganzen KI-Algorithmen, die ja im Prinzip immer State-of-the-Art GPUs benötigen, um da performant Ergebnisse zu erzielen. Von der Menge an Daten ist das durchaus vergleichbar mit sowas wie ChatGPT? Ich meine, da hat sich ja auch, sagen wir mal so, der Stand ein bisschen geändert zwischen, wir unterscheiden, da hat man halt viele Daten. ChatGPT ist ja im Prinzip auf dem kompletten Internet trainiert worden, beziehungsweise so die ersten Generationen, wobei man da natürlich auch jetzt aktuell feststellt bei diesen ganzen Large Language Modellen, dass hochqualitative Daten besser sind als, sage ich mal, einfach nur nicht so hochqualitative Daten. Das heißt, die Tokens, die ich in das Modell reintue, je besser sie sind, desto mehr Rechenzeit spare ich mir am Ende des Tages und ich habe dann halt auch weniger Rauschen in dem Output. Das ist natürlich eine andere Klasse von Daten. Generell sind es wahrscheinlich aktuell weniger, als jetzt sie für ChatGPT benutzt werden. Ne? Und da wir zum Beispiel, wenn wir die Modellierung von den Objekten machen, dann lernen wir nicht das Objekt von Bildern im Internet anschauen, sondern wir machen halt im Prinzip wir modellieren das Modell im Prinzip anhand der Physik, ja, und in dem Sinne sind das jetzt von den Datenvolumina deutlich weniger als jetzt, sag ich mal, zum Beispiel bei ChatGPT. Mhm. Da gibt es ja dann so ein Datenset Sorti. Verlieren Sie doch darüber mal einige erklärende Worte. Genau, also SODI ist im Prinzip, wir haben uns halt gedacht, okay, jetzt haben wir diese super digitale Hochglanzumgebung. Wir haben halt unsere digitale Fabrik und was könnten wir denn noch mit dieser Fabrik machen? Und KI ist ja auch seit einigen Jahren ein relativ großes Thema für uns. Ne? Wir setzen das natürlich auch in unseren Fabriken ein, um zum Beispiel auf Basis von Kamerabildern Qualitätskontrollen zu machen, zu schauen, sind alle Teile dran etc. Ne? Und da hat sich die KI immer sehr, sehr bewährt. Was immer unsere Bottleneck, Flaschenhals bei KI-Themen waren, sind diese hochqualitativen Daten, ja, die benötigt werden, um, sag ich mal, so ein KI-System zu trainieren. Ja, oftmals braucht man ja zum Beispiel, wenn ich das KI-System trainieren möchte, irgendwas am Fahrzeug zu erkennen. Ja, sei es, keine Ahnung, hat der Außenspiegel die richtige Farbe, brauche ich in der Regel hunderte bis tausende Beispielbilder, um der KI das im Prinzip beizubringen. Ne? Jetzt hatte ich gerade gesagt, ne, in unserer digitalen Fabrik verwenden wir dieses Top-Down-Modeling. Das heißt, wir modellieren die Welt, wir lernen sie nicht aus Daten. Und
was wir dann natürlich uns gedacht haben, hey, wie können wir unsere KI-Prozesse effizienter gestalten? Können wir denn nicht synthetische Daten aus diesem digitalen Abbild generieren, um unsere KI am Ende des Tages halt zu trainieren und stabiler und besser zu machen und, sag ich mal, die Zeit zwischen, ich habe eine Idee, was die KI machen könnte, und die KI ist im Werk halt deutlich zu verkürzen. Und so ist dann im Prinzip am Ende des Tages die Idee für SODI geboren worden. SODI ist ein synthetischer Datensatz, der halt auf Werksteile trainiert wurde. Also da findet man halt diese besagten Boxen, die wir uns schon unterhalten haben. Da findet man Werkzeuge drin. Und das ist halt im Prinzip ein synthetischer Datensatz, der für die herstellende Industrie gemacht wurde. Ja, weil das Internet zum Beispiel ist ja voller Katzen, ja, da kann ich meine KI dran trainieren, aber leider gibt es wenige Daten, weil, sage ich mal, solche Produktionsumgebungen immer top secret sind, die sich halt, wo halt dann im Prinzip eine industrielle Fertigungshalle abgebildet ist. Und das haben wir jetzt im Prinzip mit SODI adressiert. Ja, und wir haben SODI ja auch als öffentlichen Datensatz halt publiziert mit dieser Intention, erstens, dass die Leute nachdenken, was bedeutet es, industrielle KI zu machen, und im besten Fall natürlich auch vielleicht ihre eigenen Algorithmen trainieren wollen, die bestimmte Aspekte da trainieren. Ja, zum Beispiel hatten wir hatten ja auch eine Open Challenge zum Thema SODI, ja, wo dann wir die Community eingeladen haben, ihre Objekterkennungsalgorithmen zum Beispiel auf Basis von SODI-Daten zu verfeinern und zu verbessern. Ja, wie viele Boxen sind jetzt gerade im Regal und andere spannende Aufgaben, die man da lösen kann. Und das, denke ich, ist das Wichtige, ist, ne, dass wir halt noch Sachen in die Open-Source-Community geben. Aber wir bekommen natürlich auch unheimlich viel dadurch halt zurück. Das heißt, es gibt also praktisch eine SODI Open Source Community, und alle dürfen das benutzen und damit entwickeln, und sie dürfen das ihrerseits auch wieder benutzen. Genau. Ich habe ja schon den Wettbewerb angesprochen. Also das macht mich jetzt so ein bisschen sprachlos. Das war ja nicht einfach so von heute auf morgen zu erstellen, und jetzt teilen Sie das mit allen. Genau, aber das, wie gesagt, es ist halt eine Two-Way-Road. Und am Ende des Tages müssen wir uns halt überlegen, wo ist unsere Kernkompetenz und wo ist halt unser Bottleneck. Wir profitieren natürlich am Ende des Tages davon, ja, wenn jetzt so eine KI am Ende des Tages nicht nur Katzen und Hunde voneinander unterscheiden kann, sondern halt fähig ist, im Prinzip wirklich in einem digitalen Abbild der Fabrik zu navigieren und die Leute halt ihre KI-Algorithmen auf so einen Datensatz trainieren. Ja. Wenn man sich jetzt zum Beispiel auch das ChatGPT-Paper anschaut, dann ist da halt eine relativ lange Liste von den verschiedensten, diversesten Datensätzen, die, sag ich mal, in diesen ganzen Foundation-Modellen benutzt wird. Ja. Und da ist natürlich unser Ziel, unsere Ambition, da den Algorithmen genug Signal zu geben, dass das am Ende des Tages halt ein Standarddatensatz wird, mit dem alle Computer Vision-Algorithmen halt diese Basis-Foundation-Modelle trainiert werden. Ja, und das ist ja im Prinzip, wie man heutzutage KI macht, ist, man nutzt halt diese Foundation-Modelle, die sind vortrainiert auf Public-Daten, wo man feintunet die dann halt immer nur nochmal kurz auf, sag ich mal, in dem Fall ein automotisch-spezifisches Problem. Ja, und deswegen, sage ich mal, profitieren wir davon natürlich unheimlich, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so offensichtlich ist. In SODI gibt es, oder zu SODI gehört, ein Green Physics AI, also Artificial Intelligence, mit einem simulierten CO2-Fußabdruck, habe ich im Kopf, oder beziehungsweise habe ich gelesen. Was ist das denn jetzt? Genau. Am Ende des Tages wollen wir natürlich alle, also wir haben uns ja ambitionierte Ziele gesetzt, was unseren CO2-Footprint betrifft, -80%, ist das einmal die Ambition, die wir haben, was jetzt, sag ich mal, unsere Werke und unsere Produktionsprozesse betrifft. Und jede Verbesserung beginnt damit, dass wir Daten erheben und zusammen, was ist der Status quo, und am Ende des Tages da kontinuierlich Verbesserungen ableiten können. Ja, und jetzt haben wir halt unsere digitale Fabrik ist, und da ist jetzt halt die Frage, auf welcher Granularität könnten wir jetzt zum Beispiel Aspekte in Richtung CO2-Footprint modellieren? Ja, was verbraucht so ein Roboter an Strom, an Energie? Und das ist im Prinzip diese Vision von dieser Green Physics AI-Projekt,
aufzuzeigen, was es bedeuten würde. Das ist noch ein Vorentwicklungs- und Forschungsprojekt. Sagen wir im Prinzip solche Daten mit an den digitalen Twin ranzuhängen. Das heißt, wir schauen uns jetzt nicht nur an, ja, wie alt ist der Roboter oder was ist der Roboterprogramm, sondern das ist, sage ich mal, ein Datenpunkt, den wir zukünftig eigentlich für jedes Element und über, sage ich mal, die Werkeprozesse hinaus natürlich auch entlang unserer kompletten Wertschöpfungskette brauchen wir halt im Prinzip dieses CO2-Attribut für jedes Teil, was am Ende des Tages jeden Produktionsschritt, der am Ende des Tages ins Auto geht. Ja. Also es ist ein Teil, um zum Beispiel Scope 3 oder ja nachzuweisen. Genau. Also erstmal ihn nachzuweisen. Das kann man natürlich dann auch zum Nachweis nutzen. Ne? Aber für uns ist natürlich primär die Ambition, ist, wo sind die großen Gewinne. Ne? Und oftmals brauchen wir da halt Transparenz und wir müssen halt erstmal wissen, wo wir halt jetzt anfangen, die Sachen zu verbessern. Und genau. Also Nachhaltigkeit insgesamt, also ist das jetzt eher nice to have, also irgendwas, was man in der Bilanz ausweisen muss oder ja, welche Rolle spielt das insgesamt? Sie haben 80% wollen Sie reduzieren des CO2-Footprints. Ja, jetzt kann ich viel sagen, aber wie ist das verankert? Ja, definitiv, also nicht nur viel sagen, sondern halt auch am Ende des Tages viel machen. Also das heißt, es ist mehr als, sag ich mal, nur ein Lippenbekenntnis. Also wenn man unseren Geschäftsbericht aufschlägt, ist ja im Prinzip auch ein Joint Reporting, wo wir auch unsere Nachhaltigkeitszahlen entlang der Wertschöpfungskette bei BMW selbst und natürlich auch während der Nutzung des Fahrzeuges halt aktiv publizieren und auch aktiv, sag ich mal, jedem die Möglichkeit zu geben, nachzuvollziehen, wie wir uns da verbessern. Und natürlich ergreifen wir da in allen Dimensionen, die man sich vorstellen kann, also insbesondere natürlich auch im Bereich IT, Maßnahmen, um diese Ziele zu erreichen. Also wir hatten jetzt ja schon über das Thema KI und Foundation-Modelle gesprochen. Und Sie hatten mich ja auch gefragt, was ist damit verbunden an Rechenleistung? Und da ist sehr viel Rechenleistung damit verbunden. Und viel Rechenleistung kostet am Ende des Tages halt viel Strom, ja, und da muss man sich natürlich am Ende des Tages genauestens überlegen, gerade bei solchen komplexen Anwendungen, wo ich meine Rechenleistung rein investiere und dann halt entsprechend halt Mehrwert schaffe. Ne? Und wir haben das in der IT in zwei, Projektcluster geteilt. Einerseits der Cluster Green IT. Da befassen wir uns damit, wie die IT grüner wird, ja, also angefangen von Altgeräte, Recycling. Dann ist natürlich auch wichtig der Footprint von unseren Rechenzentren. Klar, wir sind halt mit unserer Cloud-First-Strategie, da auch am Ende des Tages halt sehr abhängig davon, was die Hyperscaler bieten. Ja. Da kann man zum Beispiel sagen, dass AWS zum Beispiel in Europa in den Rechenzentren, die wir nutzen, in Frankfurt und Irland, zum Business 2022 100% Renewable Energy genutzt hat. Das ist schon mal gut zu wissen, aber am besten ist halt immer noch, wenn man den Stromverbrauch am Ende des Tages gar nicht hat. Ja, und da haben wir halt solche Themen wie Sustainable AI, wo wir dann halt wirklich schauen, wie kann man möglichst Effizienzmodelle simulieren, trainieren. Und das ist dann auch so fit for purpose. Also wenn man jetzt zum Beispiel GPT-4 auf alles loslassen würde, ja, das ist natürlich eines der komplexesten Flagship-Modelle, die man sich halt vorstellen kann, ist natürlich auch mit entsprechend Rechenkapazität verbunden. Ja, und dann ist halt eher die Frage, je näher ich weiß, was ich am Ende des Tages rechnen muss, desto besser kann ich da halt optimieren. Aber da machen wir uns sehr, sehr viel Gedanken drüber. Und dann haben wir das ganze Thema IT for Green. Wie kann man IT nutzen, um grünere Prozesse bei BMW zu gestalten, die Circular Economy zu unterstützen? Also sowas wie Green Physics AI würde darunter fallen. Aber auch solche Aktivitäten wie zum Beispiel Catena X, was jetzt einmal vom Reifegrad deutlich weiter ist als jetzt eine Green Physics AI, was jetzt halt noch ein Innovationsprojekt ist, um die Leute zum Denken anzureden. Und da geht es natürlich ganz klar darum, im Prinzip diese Informationen zum Thema Nachhaltigkeit über die gesamte Wertschöpfungskette erstmal einzusammeln und natürlich am Ende des Tages halt auch diese Nachweise erbringen zu können, dass die Datenpunkte auch stimmen. Ja. Herr Luko, mit Quantencomputing wird alles besser.
Also wir rechnen schneller und wir rechnen mit weniger Energie. Was machen Sie denn mit Quantencomputing bei BMW? Genau. Genau, also Quantum Computing ist natürlich ein sehr, sehr, sehr langfristiges Thema. Sie haben ja jetzt sehr schön in diesem einen Satz sehr prägnant auf den Punkt gebracht, was die Wertversprechen von Quantum Computing ist. Na, wir hatten jetzt ja schon viel eruiert, wo jetzt, sage ich mal, so digitale Technologien aktuell verändern, wie wir Sachen bei BMW machen. Und das sind halt viele Themengebiete dabei. Also Quantum Computing macht ja jetzt nicht pauschal alles schneller, ja, nur weil ich das auf den Quantum Computer laufen lasse. Im Gegenteil, ja, aktuell den Laptop, der vor mir steht, mit dem wir gerade sprechen, ist schneller als jeder Quantum Computer auf dieser Welt, ja, sondern er wird halt uns hoffentlich Möglichkeiten bieten, bestimmte Aspekte in unseren digitalen Simulationen, Optimierung, Machine Learning, Routinen halt schneller zu machen. Bis dahin sind natürlich noch unheimlich viele Hürden zu meistern. Ja, also aktuell haben wir noch keinen praktischen Quantum Advantage. Ja, und wir haben uns zum Ziel gesetzt, natürlich da auch wieder aktiv ein Teil dieses Quantum-Ökosystems zu sein und die Technologie nach vorne zu treiben, weil wir uns als großen Anwender für die Technologie im generell sehen. Ja, und da haben wir natürlich einige Initiativen gestartet. Erstens haben wir gesagt, okay, wir sehen, da passiert zum Beispiel sehr viel Forschung in der Welt in dem Bereich, aber die Forschung ist noch nicht sehr angewandt und sie ist auch noch sehr weit weg von den realen Industrieproblemen. Ja. Und um dieses Gap da zu schließen und mehr, sagen wir mal, von dieser Translationsforschung zu ermöglichen, haben wir zum Beispiel zwei Stiftungslehrstühle gegründet, einen an der TU in München und einen an der RWTH Aachen, die sich genau damit befassen, diese Industrialisierung von diesem Thema und diesen Anwendungsbezug herzustellen. Ja. Weil wie bei jeder Innovation, ja, müssen halt verschiedenste Elemente zusammenkommen. Ja, wir haben die Physik, wir haben die Informatik, wir haben die Elektrotechnik, wir haben uns als Endanwender. Und das Geheimnis ist hier, schlagkräftige Teams aufzustellen, die am Ende, sag ich mal, das leisten können und am Ende das Thema halt industrialisieren können. Das zweite große Initiative ist halt das Thema QTech, das ist das Quantum Technologie und Application Konsortium, was noch, sag ich mal, auf Wunsch unserer Altkanzlerin Frau Merkel ins Leben gerufen wurde, wo sich 12 deutsche Firmen zusammengefunden haben, um also als Anwenderfirmen, um das Thema Anwendung und industrielle Anwendung im Bereich Quantum halt voranzutreiben. Und wir fungieren im Prinzip als QTech, so als Counterpart zu den ganz großen Quantum-Initiativen, die gerade das Bundesforschungsministerium und Wirtschaftsministerium vorantreiben. Sie haben bei dem BMW IT Innovation Summit Beispiele genannt, also Thema Presswerkauslastung. Was heißt das? Und gibt es da noch weitere Beispiele, wo Sie da konkret Genau. hinarbeiten? Genau, also das Thema, was wir auf dem Innovation Summit behandelt haben, da ging es zum Beispiel darum, die optimalen Werkzeuge und die Lokation in den Presswerten im Prinzip zu optimieren, also ein großes Optimierungsproblem am Ende des Tages. Und wir haben halt, sagen wir mal, sehr, sehr viele Parameter. Wir haben auch sehr viele dynamische Komponenten, zum Beispiel eine Liste von Autos, die wir bauen wollen. Und da ist halt die Frage, ne, welches Teil sollte in welchem Presswerk gefertigt werden. Und da ist natürlich kritisch, Rechenleistung ist wirklich ein Bottleneck da. Ne? Also je mehr Rechenleistung ich im Prinzip habe, desto mehr Parameter kann ich dann in Kauf nehmen und desto langfristiger kann ich zum Beispiel meine Presswerkauslastung, Konfiguration überhaupt vorberechnen. Ja? Und da erhoffen wir uns natürlich, dass wir mit Quantum Computing deutlich komplexere Optimierungsprobleme da darstellen können. Was wir jetzt da konkret gemacht haben, und das ist auch ein Förderprojekt, ein Forschungsprojekt, zusammen zum Beispiel mit der OTH in Regensburg, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt dieses Projekt, vereinfachen das mal und versuchen es wirklich mit Quantum-Technologien zu lösen, ne, und um auch die Community mal so die Awareness zu geben, was denn da so die Herausforderungen sind. Oftmals, ne, wenn man dann mit den Forschungskollegen zusammenarbeitet, die sind dann halt schnell schockiert von der Komplexität, ja, die so ein Automobilkonzern mit sich bringt, um mal zu schauen, wie weit wir da kommen. Und da haben wir, sag ich mal, jetzt schon sehr gute Fortschritte geleistet.
Wir haben einen Quantum-Algorithmus. Was wir jetzt natürlich auch machen, ist, ne, um das ganze Wissen, was da im Prinzip angehäuft wurde im Rahmen des Projektes, das Thema halt zu industrialisieren. Ja, das heißt, wir werden jetzt Methodiken entwickeln, die sind dann immer noch Quantum inspiriert, aber die können wir halt dann schon heute nutzen, um dann noch komplexere Konfigurationen zu berechnen. Und das ist nur eine Art von Problem, von dem wir auch hunderte haben. Ja, also hier wird ja alles optimiert, ja, also vom Speiseplan in der Kantine bis zum Roboterbahnprogrammierung, bis hin zum Navigations- und Fahrzeug. Also wir haben viele, viele Probleme, die eigentlich ähnliche Charakteristika haben, auf die wir dann diese Methodik anwenden können. Parallel. Optimierung ist natürlich nur ein Teil dessen, was ein Quantencomputer können soll. Es geht ja auch darum, sozusagen ganz neue, zum Beispiel Materialien zu entwickeln, also in ganz andere Richtungen unter Umständen auch zu denken. Also Optimierung ist natürlich das, was uns sehr nahe liegt. Aber geht es auch in diese Richtung? Absolut. Nämlich? Also genau, also wir haben auch noch weitere Arbeiten im Bereich Quantum Machine Learning und natürlich, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, im Bereich Materialforschung. Ja, was sind ja die sogenannten Quantum-nativen Probleme. Das heißt, hier wollen wir ja im Prinzip Molekülkonfigurationen berechnen und dazu Effekte berücksichtigen, die auf subatomarer Ebene sind. Das heißt, wir wollen halt wirklich die chemischen Reaktionen im Detail verstehen. Ja, und dann, das bedeutet am Ende des Tages, dass man ein Quantum-System simulieren muss. Und da kann ich noch so viele Grafikkarten auf dieser Welt haben und noch ein HPC-Cluster haben. Da gibt es gewisse Limitierungen, um sowas wirklich akkurat zu machen. Muss ich dazu sagen, es gibt natürlich auch viele klassische Ansätze heutzutage, die auch KI benutzen, die da, sag ich mal, so ein das Gap etwas schließen, ja, weil sie Sachen approximieren. Und das Versprechen von Quantum Computing ist, dass wir eigentlich dadurch, dass der Quantum Computer sowas eigentlich nativ macht, ja, solche Moleküle zu berechnen, dass wir da größere molekulare Systeme berechnen können. Dazu untersuchen wir gerade zwei konkrete Beispiele in dem Bereich. Einerseits ist es natürlich im Bereich Batterieforschung, ja, weil da sagen wir, ist natürlich auch ein hochdifferenzierendes Thema für BMW. Ja. Bessere Dichte in den Batterien, leichtere Batterien, längere Distanzen etc. sind, sag ich mal, die Wertversprechungen, die wir uns erhoffen, damit zu ermöglichen. Wir schauen aber auch in das Thema Hydrogen Fuel Cell, ja, wo es dann dazu geht. Ne, da werden zum Beispiel in den Anoden und Kathoden es gibt halt bestimmte teure Materialien, ja, die Platinum etc., die da drin sind, die man gegebenenfalls mit anderen Materialien ersetzen könnte, um da, sag ich mal, bessere Qualitäten von Fuel Cells zu schaffen. Und auch da, ne, ist es halt ähnlich wie mit diesem Optimierungsthema. Ja, ist es so, dass man heutzutage sich sehr schwer tut, ein komplettes relevantes Molekül für die Batterieforschung oder für die Fuel Cell da auf den Quantencomputer zu bekommen, aber da geht es um einfache Proof-of-Principle-Demonstrationen zu zeigen. Hier in solchen Algorithmen, die sind einsatzbereit, aber wir brauchen noch ein paar mehr Qubits mit weniger Rauschen etc. Und dann ist natürlich unheimlich wichtig für uns, da einfach am State of the Art dabei zu sein, weil sobald dann halt im Prinzip Quantencomputing seinen iPhone-Moment hat, dass wir ready sind, die Technologie hier im Unternehmen zu deployen. Genau, da wollte ich gerade nachfragen. Was muss passieren, damit Sie tatsächlich einem Quantencomputer vertrauen? Er muss verlässliche Ergebnisse liefern. Und aktuell, das ist natürlich auch noch eine offene Forschungsfrage. Dadurch, dass die Quantencomputer halt aktuell noch relativ überschaubar sind, kann ich die Ergebnisse in der Regel immer noch praktisch simulieren. Ja. Aber zukünftig wird das wahrscheinlich nicht mehr so einfach möglich sein. Ne? Kann man die Ergebnisse halt schon in der Praxis dann verifizieren durch anderweitige Experimente. Und am Ende des Tages muss man es dann halt in der realen Welt dann halt auch mal ausprobieren, gerade was Simulation betrifft, um dann halt das Vertrauen zu erwerben. Also ich denke, das Vertrauen wird kein Problem sein. Und wenn sich wirklich dieser Mehrwert nur mit diesen hohen Speed-Ups-Verbesserungen einstellt für diese bestimmten Probleme, aktuell ist halt noch das Fundamentale, ne, zu diesen fehlertoleranten, skalierbaren Quantum-Computer zu kommen, ja, der aus 1000 Qubits besteht. Ne, und
ja, aber die Besten der Besten der Welt sind dran. Und wir hoffen jeden Tag auf einen Durchbruch. Präferieren Sie denn ein bestimmtes System? Nein. Nee, es wäre jetzt welche auch kennen Sie denn? Genau, also wir simulieren natürlich unheimlich viel. 80% der Arbeiten, die wir machen, sind Simulationsarbeiten. Wir arbeiten mit AWS Bracket. Darüber haben wir zum Beispiel Zugriff auf superleitende Systeme, zum Beispiel von Rigetti. Wir haben natürlich auch Zugriff auf Ionenfallensystemen von IonQ. Ähnlich bei Microsoft Azure Quantum kommt man im Prinzip auf die Quantinium H1-Maschine drauf. Also das heißt, wir nutzen im Prinzip alles, was über die Hyperscaler am Ende des Tages verfügbar ist, um unsere Experimente zu verifizieren. Na, gestern haben wir zum Beispiel gerade wieder ein Paper publiziert, wo es um ein paar Experimente im Bereich Quantum Machine Learning geht. Das sind zum Beispiel auch, wo man sagt, okay, generative AI, haben wir ja schon drüber gesprochen, ist gerade ein aktuell sehr viel besprochenes Thema. Da ist ja die Idee, dass man mit Quantum Computing viel komplexere Modelle mit weniger Parametern trainieren kann. Ja, dadurch, dass ich diesen komplexen Zustandsraum von diesen Qubits verwenden kann. Und da haben wir zum Beispiel gezeigt, in dem Fall haben wir dann eine Ionenfallmaschine genommen, na, dass wir durchaus trotz des Rauschen der Maschine immer noch ein Signal, das dem richtigen Bild ähnelt, was da reingegangen ist, zurückkommt. Also kleine Schritte, aber trotzdem faszinierend, ja, dass die Fortschritte da sind. Wenn dann der Durchbruch da ist, ist dann also der Zugriff über die Cloud, ist das dann auch Ihr zukünftiges Betriebsmodell oder wollen Sie sich einen einschaffen? Definitiv die Cloud, weil so ein Quantum Computer zu betreiben, wir sind ja schon so ein Rechenzentrum, hat ja gewisse Komplexitäten, so ein Quantum Computer, wenn man ihn mal gesehen hat, kann man zum Beispiel hier am Leibniz Rechenzentrum in München ja auch vor Ort besichtigen, brauche ich einen Dilution Fridge, da brauche ich eine komplexe Elektronik, da brauche ich heutzutage halt ungefähr eine Handvoll Dr. PhDs, ja, die, sag ich mal, im Prinzip so ein System am Laufen halten. Und sowas ist natürlich jetzt noch schon heute in der Cloud möglich zu benutzen. Und das wird wahrscheinlich auch das zukünftige Modell sein, dass wir solche Dienste dann halt über die Cloud konsumieren. Mhm. Sie sehen schon, ich steuere auf das Thema Rechenzentren zu. Wir haben schon vorab besprochen, dass das mal ein eigenes Thema wert ist, also die Rechenzentrumstrategie von BMW. Aber trotzdem muss ich noch fragen, Sie nutzen ja alles. Sie nutzen Cloud, Sie haben eigene Rechenzentren, Sie rechnen in Island, Sie haben auch Rechenzentrumskapazität hier. Was ist denn, gibt es da so eine Linie? Gibt es eine Strategie? Gibt es überhaupt eine Strategie oder wird das entschieden nach Anwendungsfall? Natürlich gibt es eine Strategie. Die Strategie unsere Strategie ist ganz klar Cloud First. Ja? Das heißt, alles, was wir neu machen, ist natürlich heutzutage Cloud-basiert. Wir arbeiten da auch mit mehreren Cloud-Anbietern, mit den zwei großen, AWS und Microsoft Azure. Das ist halt unsere Strategie, eigentlich da den Großteil unserer Workloads abzubilden. Jetzt kommt man natürlich nicht von heute auf morgen komplett als Unternehmen in die Cloud und muss sich natürlich dann Schritt für Schritt anschauen, wann ich für welche Anwendung diesen Schritt mache. Ja, wenn es jetzt um digitale Dienste geht, wenn es um AI-Dienste geht, dann ist sicherlich, sag ich mal, die Cloud die Go-To-Plattform. Ja, da hat zum Beispiel auch die Cloud-Anbieter ja diverse Angebote, zum Beispiel um das Thema Foundation-Modelle, schon out of the box fertig bieten, ja, die man jetzt zum Beispiel on-premise jetzt so erstmal nicht bekommt. Also ein Foundation-Modell selbst laufen zu lassen, bedarf schon Heavy-Duty-Infrastruktur, sprich eine große Box mit vielen GPUs und auch, sag ich mal, viel Engineering drumherum. Sie hatten jetzt das Thema High-Performance-Computing angesprochen, ja, was wir in Island und in Schweden machen. Das war, sagen wir mal so, diese ersten Compute-Cluster, die wir mal hatten für das Thema Crash und für das Thema Computer Fluid Dynamics und viele andere Workloads, die da mittlerweile drauf laufen. Das sind klassische Simulationen. Klassisch ist so, dass die HPC-Infrastrukturen immer mit einer sehr hohen Auslastung gefahren werden können. Ja, das heißt, da haben wir halt ein Queuing-System davor und dann wird ein Job nach den anderen abgearbeitet.
Und das macht natürlich die Sache entsprechend für die Cloud etwas unattraktiver, weil die Cloud ja davon lebt am Ende des Tages, dass ich halt viele fragmentierte Workloads habe. Ja, und wenn ich jetzt serverless gehe, halt immer nur für den kleinen Teil per Request zahle. Wenn ich aber die Ressourcen wirklich schaffe, optimal zu nutzen, habe ich natürlich mit den On-Premise-HPC da mehr Vorteil. Des Weiteren haben wir natürlich noch, das nennen wir jetzt heutzutage Edge Computing, kritische Anwendungen in den Werken. Ja, die müssen halt einfach da sein, wo die Daten sind. Ja, die können wir jetzt nicht erst in die Cloud pumpen, ja, und da große Analysen fahren, sondern die müssen halt dort sein, wo dann halt auch relativ schnell die Entscheidungen getroffen werden. Und dafür haben wir halt im Prinzip unsere Edge-Rechenzentren, die auch, ne, neben den Performance-Aspekt gibt es natürlich auch, sag ich mal, so regulatorische Herausforderungen, gerade als global agierendes Unternehmen, dass bestimmte Daten zum Beispiel gar nicht Länder verlassen dürfen, etc. Genau. Also früher hieß es mal so Pi mal Daumen für so einen Autokonzern. Da macht die IT ungefähr 1% des Umsatzes aus. Die Wichtigkeit der IT, die hat ja natürlich zugenommen. Spiegelt sich das auch im Budget für die IT wieder? Kriegen Sie jetzt mehr Kohle? Darüber kann ich nichts sagen. Aber das ist doch ein schöner Abschluss. Also, uns läuft die Zeit davon. Ich bedanke mich recht herzlich bei Herrn André Lucco und auch, dass Sie wieder zugehört haben, liebe